Also wir müssen doch gleich da sein. Okay, dann ist das Collins Haus. Okay. Ist das wirklich da? Müssen wir da wirklich hin? Nein, leck mich. Leck mich. Okay. Ja, wir haben Kamera verloren, ich weiß. Ich weiß, ist das jetzt gut, dass wir eine Waffe gezückt haben? Soll ich jetzt was bringen oder braucht hier jemand nur eine Tracht Prügel? Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Und dafür muss ich jetzt 10 Minuten hier rumlaufen und suchen für so einen Typi, der mich anmacht, irgendwie um seine Scheiße zu verkaufen. Und dann sollen wir auch noch eine Tür aufbrechen, was ich nicht wusste. Ich dachte, wir können komplett positiv spielen, aber das können wir doch nicht. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen. Und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie? Mein Vater und ich wurden in Wold 101 geboren. Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault, damit Sie sicher sind. Kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind Sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Das heißt, er hat uns angelogen? Na gut, okay. Mein Vater, ich denke nur, dass er für uns das Beste wollte, vermute ich mal. Mein Vater hat mir erzählt, dass wir in der Vault 101 geboren wurden. Das wissen wir, dass er es gesagt hat. Was? Ich wurde nicht in der Vault geboren? Das ist Blödsinn. Und Sie wissen das. Falsch. Mein Papa hätte mich niemals belogen. Sie sind ein Lügner. Moriarty. Ich weiß, wo ich aufgewachsen bin. Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Und der ganze Wahnsinn eben. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Wie war jetzt? Wurde unser Vater in der Gehirnwäsche? Nee. War nur Spaß. Papa hat ständig von ihm gesprochen. Wo ist er denn? Lüge. Ich möchte einfach nur meinen Vater finden. Wo steckt er? Kommen wir zur Sache. Wie viel wollen Sie für den Aufenthaltsort meines Vaters? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos und Infos sind Handelsware. Sagen wir 100 Kronkorken und Sie wissen, wo Ihr Papa ist. Sehr günstig. Was? Ich habe keine 100 Kronkorken. Nein, danke, ich finde allein... In Ordnung, dann haben wir uns wohl nichts mehr zu sagen. Kommen Sie wieder, wenn Sie genug Kronkorken haben, dann können wir reden. Denn ist ja sozusagen unser Ziel, Kronkorken zu besorgen. Speichern. Haben wir jetzt die Mission, beziehungsweise die Missionaufgabe hier erledigt? Mit Colin und Bavaro sprechen. Haben wir doch schon getan. Das haben wir doch getan. Im nahegelegenen Norden. Das haben wir beides getan. Eigentlich müsste die Mission ja schon abgeschlossen sein. Aber...
Nee, wir haben noch keine Informationen. Wir brauchen eigentlich 100 Kronenkorken. Wir könnten ja auch mal in den Shop gehen und vielleicht was verkaufen. Ich weiß es nicht. Was haben wir sonst noch? Das Griff des Turms. Leon, der Schnellwasser treffen und... Ja, können wir mal machen. Megatins Atombombe entschärfen. Das können wir auch irgendwann mal machen. Dafür müssen wir aber eher aufleveln. Mehr über den entkommenen Androiden erfahren. Wo tun wir das denn? Dauer wird nicht angezeigt. Aber hier wird er auch angezeigt. Aber da wissen wir ja, wo das ist. Ach, jetzt wird die auch da tun. Wird die auch angezeigt. Megatin. Hier müssen wir also hin. Wird das hier auch auf der lokalen Dings angezeigt. Hier müssen wir hin. Kinder des Atoms. Da müssen wir hin. Dann gehen wir da mal hin. Das ist jetzt für welche Mission gewesen? Moment. Aufgaben. Ist das wirklich für die? Moment hier. Da waren wir ja gerade schon. Und da gibt es noch... Wir müssen... Und wir können auch noch mal zum... Und ich glaube, wir müssen noch... Ja, entweder... Ich versuche mal ganz kurz was zu handeln. Kann ich hier drin irgendwie handeln? Ist Leo denn irgendwie da? Ist hier irgendjemand da? Nee, hier ist irgendwie keiner da. Mist. Die in seinem liebsten Land leben, jetzt die Worte des Propheten des Atoms. Ich würde ja gerne jetzt... Aber warum? Mal ganz kurz. Warum wird das hier angezeigt? Kinder des Atoms. Warum wird hier so ein Pfeil angezeigt? Müssen wir dann noch hin? Verschieben. Ich verschieb das mal dahin. Das heißt, wir müssen... So, wir müssen hier sowieso hoch. Da hoch. Und dahin zu kommen. Jetzt kommt wieder so eine ewige Sucherei. Ich hab's tatsächlich nicht so mit der Orientierung. Ich bin einfach zu dumm. Daran kann es natürlich auch liegen. Ja. Da oben ist es wahrscheinlich. Ja, wobei hier ist ja dieses Teil, Wassergedöns-Teil. Oder? Mörtli Salon, da waren wir ja gerade eben. Wir mussten ja die Tür aufbrechen, ich wusste nicht. Und wir haben leider schon eine Haarklammer, verbraucht, was mich ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Hi, ich bin Maggie und lebe mit Billy Creel zusammen. Kennen Sie ihn? Er kümmert sich um mich. Na gut, ich muss dann mal. Tschüss! Wer kümmert sich um dich? Die sieht ein bisschen aus wie, wie hieß die nochmal? Ermäter, ne? Oder sie spricht zu. Wahrscheinlich der gleiche Synchronsprecherin. Die gleiche Synchronsprecherin. Billy kümmert sich um mich. Kennen Sie Billy? Billy Creel? Vor langer Zeit hat er mich vor den Raiders gerettet. Sie haben meine Eltern getötet. Aber Billy war da, bevor sie mich fangen konnten. Und jetzt ist er sowas wie mein Vater. Das wissen wir ja alle schon von Billy. Was gibt es über Megaton zu sagen? Megaton ist ganz okay. Als ich klein war, lebte ich weit weg, bis Billy mich gefunden hat. Ich weiß nicht, wie ich die Stadt ausbrennen soll. Soll ich die Megaton aussprechen oder Megaton? Was sich ein bisschen blöd anhört. Wer ist noch in der Stadt? Mit den meisten spreche ich nicht. Billy sagt, dass ich immer vorsichtig sein muss. Vor allem darf ich nicht mit Mr. Jericho sprechen. Meistens spiele ich den ganzen Tag mit Harden, wenn sein Vater ihm nicht schießen oder was anderes beibringt. Billy sagt, dass er mir das Schießen eines Tages auch beibringen wird. Okay. Ich muss jetzt gehen, liebe Maggie. Auf Wiedersehen. Gut, das ist jetzt, Multi Salon. Ach so. Geh weg. Wir hätten gar nicht einbrechen müssen, es hat oder was? Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Das ist ja auch Marities Dingsgedönse, ne? Ich weiß nicht. Hätten wir einbrechen müssen oder hätten wir es nicht? Ich weiß es nicht. Na gut, ich glaube, hier müssen wir auf jeden Fall nicht rein. Wir müssen aber zu. Wo müssen wir hin? Zu den Kinderatoms oder irgendwie so, was war das? Und ich weiß immer noch nicht, wo das ist.
Da, Kinder des Atoms. Das ist dann einfach nur noch geradeaus, theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass es, also ich weiß nicht, dass es... Das müsste denn da oben sein. Oh, Licht da rein. Ich bitte euch, meine Freunde. Wer sagt denn, dass wir Freunde sind? Moment mal, war das? Das ist ein Sieg da, das ist auch... ich bin immer noch auf der Suche nach Nathan. Ich glaube nicht, dass wir noch, dass wir schon mit ihm geredet haben. Lucy Westhorst, da war ich glaube ich noch nicht drinnen, ne? Oder? War ich hier schon drinnen? Eine Coke. Mhm. Teller. Naja, gut, hier können wir noch hochgehen, aber ich glaube, hier ist nichts weiteres, was uns noch eine weitere Quest geben könnte. Oh. Hi. Ich kenne Sie nicht. Sind Sie neu in der Stadt? Genau. Bin auf der Suche nach Beschäftigung. Ich hoffe, Sie meinen damit eine Arbeit, sonst sollten Sie sich mit Nova unterhalten. Ich suche jemanden, der eine Lieferung für mich erledigt. Sind Sie interessiert? Ich merke gerade, dass die Cola-Dose, meine Nuka-Dose, hier, oder Flasche, sie richtig groß ist. Klar, warum nicht? Prima! Bringen Sie bitte meiner Familie in der Siedlung Arafu diese Nachricht. Ich habe seit Monaten nichts von Ihnen gehört und mache mir Sorgen. Sobald Sie dort ankommen, reden Sie bitte mit Davis West. Er wird Sie gerne für die Reise bezahlen. Lucy, versiegelter Umschlag hinzugefügt, Kartenmarkierung hinzugefügt. Blutwanderschaft. Haben Sie ein paar Infos über Arif? Ich gebe Ihnen gern Informationen, denn Sie tun mir ja auch einen großen Gefallen. Wo ist Arifu? Arifu liegt nordwestlich von Megaton, an einer alten Potomac-Brücke. Wenn Sie den Überbleibseln des Flusses folgen, ist es nicht zu verfehlen. Okay. Glauben Sie, dass Ihre Familie in Gefahr ist? Nein, ich glaube nicht, dass Sie in Gefahr sind. Vielleicht kommen die Briefe einfach nicht an. Überbringen Sie bitte unbedingt die Nachricht. Okay, wo lebt noch? Das wissen wir ja schon. Gibt's irgendwas, wovor ich mich in Acht nehmen sollte? Abgesehen von den Monstern des Ödlands, einigen Sklavenhändlern und Raider-Überfallkommandos und vereinzelten Landminen ist es da völlig ungefährlich. Wissen Sie, wenn es einfach wäre, würde ich selbst gehen. Hauptsache irgendwelche anderen Leute schicken, die dann irgendwann tot sind. Na gut, ich hätte noch eine andere Frage. Okay. Ich muss jetzt gehen, das ist meine Frage. Hey, ich danke Ihnen nochmals dafür, dass Sie das für mich getan haben. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe es noch nicht getan und werde es erst tun. Dafür kann ich bestimmt jetzt die Cola-Dose nehmen, ne? Nee. Wir könnten... um welche Mission wollen wir uns dann als erstes kümmern? Ich weiß es nicht. Zu Jerichos Haus wollen wir das schon? Sieht nicht danach aus, meinte ich. Als wären wir hier schon gewesen. Sieht aber genau danach aus, als wäre hier auch sowieso nix. Na gut, dann gehen wir direkt wieder raus. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Ich bin total verwirrt. Da hinten sind zwei Ziele. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Karte. Wo bin ich momentan? Wo bin ich? Hä? Wo bin ich denn? Ich sehe mich gerade. Ach, da bin ich. Okay. Wir müssen einfach über die Brücke, oder? Die Karte sieht so, die sieht das so groß aus, lässt das so groß scheinen. Jetzt bin ich hier. Aber jetzt müsste ich eigentlich nur noch geradeaus. Oder? Was ist das hier? Das ist die Damentoilette. Haben wir ja auch schon, haben wir auch alles wieder gelootet. Das Trails auch, da waren wir noch gar nicht drin, weil es abgeschlossen war, ne? Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Warum? Ist mir egal. Ja, bitte geh. Super Nein. Tag heute, was? Hey Mann, was geht ab? Alles, Junge. Na gut, ich muss jetzt, immer jetzt langsam. Ja, und auf einmal zückt er die Knarre. So, waren wir hier schon drin oder waren wir hier noch nicht drin? Aber soweit ich weiß, war es doch schon abgeschlossen. Oder war es noch abgeschlossen? Jetzt ist ja irgendwie die Tür offen. Oder ich bin verwirrt. Wie immer ja. Weiß man ja. Da müssen wir ja nicht mehr rein.
Moment. Hier ist das, Kinder des Atoms. Kinder des... Wir haben das doch so oft schon gefunden. Wieso finden wir das denn jetzt nicht mehr? Ist es in die Richtung? Es ist in der Richtung, aber es, dann müsste es ja das Haus sein. Ich bin total... Ich komme hier gar nicht klar. Ich hab's nicht so mit dem Orientieren wahrscheinlich, anscheinend. Das ist hier, das ist wahrscheinlich nicht. Lagerraum? Da waren wir noch nicht, oder? Nee, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Schrott ist mein Geschäft. Mhm. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Craterside-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Rasier mal deinen Bart. So, klar habe ich viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Wo ist der Vault-Anzug dahinterher? Nein, ich will nichts mehr davon. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen. Oder was auch immer Sie erzählen wollen. Es war das Paradies. Keine Angst, keine Sorgen, kein Streit, bis Papa weg war. Das draußen. Nee, das. Draußen. Das ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal die Decke sehen. Ich komme als Botschafter der Utopie aus Vault 101. Faltet auf die Knie. Wir können die Leute hier draußen leben. Ich habe noch keinen Essensautomaten gesehen. Doch, haben wir schon, oder? Ne, wir haben Nuka-Cola gesehen. Es war eng, dunkel und das Essen war Müll. Zum Glück ist das alles vorbei. Ne, ich meine, wir hatten Kuchen und so, ne? Faltet auf die Knie. Ich komme als Botschafter. Aber ich nehm gewiss das mal. Doch, Eure Hoheit. Betrachten Sie diesen gepanzerten Vault-Anzug als Megatons Geschenk für euer mächtiges Imperium. Sie könnten ja unerkannt bleiben. Wissen Sie, die Leute hier sind nicht unbedingt gut, auf die Monarchie zu sprechen. Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Was ist das für ein Buch, an dem Sie arbeiten? Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Ja, hört sich nach einer guten Idee an. Ich helfe gerne. Okay. Ich glaube, ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Ich würde gern noch mehr über die Bezahlung in Erfahrung bringen. Nö. Ah ne, Moment, es gibt mir ihre Antworten. Sicher nicht, verrücktes Fräulein. Ich spiele sicher nicht ihre Laborratte. Na komm. Was für ein Enthusiasmus. Also gut, ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen. Wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Essen klingt nicht schlecht. Was brauchen Sie denn? Was bedeutet der Teil hier über Strahlung? Lass uns nun Näheres über Landminen erfahren. Na, Essen ist immer wichtiger, ne? Würde ich behaupten. Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Okay, ich sehe im Super-Duper-Markt nach. Wie sieht die Bezahlung aus? Ich glaube nicht, dass ich das tun will. Hoffentlich finden Sie Lebensmittel und Medizin. Aber ich kann Ihnen auch anbieten, unabhängig vom Resultat, mit noch mehr Lebensmitteln zu bezahlen. Während Sie weg sind, kann ich unter meinem ganzen Kram nachsehen, ob ich etwas habe, das alte Lebensmittel aufpeppt. Okay, ich sehe im Superduper-Markt nach. Super, Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn Sie nichts finden, kommen Sie zumindest heil zurück, okay?
Ja, natürlich. Eine sehr nette Dame, muss ich sagen. Kartenmarkierung, Ödland, Überlebenshandbuch. Ja, eine neue Aufgabe. Reden wir über das Einsammeln des Krams vom Super-Duper-Markt. Nee. Nee. Warte mal, Super-Duper-Markt. Wieso Super-Duper-Markt? Und, wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Markt? Ich habe im Super-Duper-Markt geguckt, aber da war nix. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich werde mich drum kümmern, wenn ich Zeit dafür habe. Okay. Ah, okay. Würden Sie sich jetzt bitte darum kümmern? Danke. ich möchte etwas über den Androiden aus Commonwealth wissen. Haben Sie diese Androidenaufnahme schon gehört? Die Stimme klingt ja wie die eines ganz normalen Menschen. Hier ist eine Kopie. Sicher nur ein Bluff. Oh, du bist hinzugefügt. Ich will mehr über diesen Holoband. Ich will mehr über dieses Holoband mit den Infos über zum Androiden hören. Ich bin schon wieder bei 2 Stunden Aufnahmen. Aufnahme. Man hört. Ich schätze, viele haben diese Bänder bekommen. Besonders technikbegeisterte Leute wie ich. Ach, zu schade, dass es diese Androiden nicht gibt. Mal daran gedacht, die Bombe zu entschärfen? Kann ich Sie was über Ihren Job und den Sinn meiner Recherche fragen? Fragen sind immer willkommen. Ich bin wie ein offenes Buch. Was wollen Sie denn wissen? Warum haben Sie ein Bart? Nein, warum können Sie diese Nachforschung nicht selbst anstellen? Ah, nee, finde ich eher eine freche Antwort oder Frage. Wie läuft die Arbeit am Buch? Wobei es an sich eine normale Frage ist. Ich bin immer noch dabei, die Macken im ersten Kapitel auszubügeln. Es trägt den Titel Überlebenskampf. Es behandelt tägliche Bedürfnisse wie die Beschaffung von Nahrung und Wasser, die Vermeidung von Gefahren wie Strahlung, Fallen und dergleichen. Kannst du nicht mal still stehen bleiben? Die wackelt die ganze Zeit hin und her. Mal daran gedacht, die Bombe zu entschärfen? Das kann ich nicht tun. Für die netten Leute in der Kirche wäre das eine riesige Enttäuschung. Außerdem ist es ja nicht so, dass diese Bombe schon mal jemanden verletzt hätte. Leben und leben lassen. Richtig? Ja. Verkaufen sich irgendwelche speziellen Gegenstände? Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Ah, cool. Da können wir uns später irgendwie eine Waffe gelten. Ja, cool, ich freue mich. Auf so eine Waffe habe ich schon gewartet. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Na klar gibt. Doch. So, was gibt es denn? Elektrischer Leiter hatten wir auch schon. 380er Leiber Schuss. Clipped Buttermesser. Diagramm Rocketwerfer. Oh, der Preis. so viel habe ich nie im Leben. Laubbläser, Mehl. Da gibt es einiges, aber da können wir uns irgendwie nichts davon kaufen. Können wir nicht einfach einen Baseball kaufen? Ein Blechteller, ein Bleistift, eine Brille. Ja, nee, wir halten die noch. Eine Blechdose, mache ich mal 10. Eichhörnchen-Eintopf, okay. fancy Lenzkuchen? Nee. Ein Glaskrug? Auch. Großes, runiertes Buch. Gepanzerter Vault. Den können wir übrigens mal anziehen, ne? So, jetzt haben wir 20 Stück. Können wir uns da vielleicht schon ein Stimpack kaufen? Weil Stimpacks sind nämlich immer sehr praktisch. Wie viele einer? Wieso kann ich das denn nicht kaufen? Oder bin ich einfach nur bescheuert? Wahrscheinlich. Gute Jagd! Ja. Sehen wir mal, was im Angebot gibt. Können Sie meine Ausrüstung reparieren? Wahrscheinlich können Sie das, sonst würde das ja stehen. Bis bald! Deswegen. Keine mehr. Möchte ich mal. Ja. Ich möchte mal ganz kurz die Rüstung anziehen, Kleidung. Warte, wo ist denn das?
Kätzchen, ja? Mhm. Ja, ja, ja. Ich will aber, wo ist da Sicherheitsrüstung? Ist das das? Ist das das, was ich meine? Was ich will? Das macht 9 Rüstung. Ist wesentlich besser als unsere alte Rüstung. Beziehungsweise, ja, Klamotte. Da ist der gepanzerte. Der macht ein bisschen mehr. So. Jetzt sind wir ein bisschen gepanzert. Ja. Die machen ein bisschen sauber. Klauen will ich jetzt. Aktiviere Werkbank. Will ich mir mal ganz kurz angucken. Sie wissen noch nicht, wie man sich selbst eine Waffe baut. Und deswegen können wir da nicht mal rangucken. Hm, schade. Und? Ja, ich denke, hier gibt es jetzt... getestet? Nein. so. Jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Bin immer noch ein bisschen verwirrt. Wir müssen... Moment mal, ich kann mal ganz kurz nach neuen Aufgaben suchen, gucken. Wir haben ja jetzt wieder etwas bekommen. Wir könnten zum Ödland Überlebenshandbuch optionalen Medizin im Superdupermarkt finden. Lebensmittel im Superdupermarkt finden. Das könnten wir eigentlich machen. Da kann ich auch den Ort anzeigen lassen. Das ist hier hinten. Reise nach... Nein, das will ich nicht. Weil so Questziele oder so und Looten und so, das werden wir alles so hin und her machen. Aber wenn wir voll oder so sind vom Inventar her, können wir leider nicht mehr richtig sprinten. Dann können wir nach Hause oder so irgendwo halt hin. Ja. Und können da unser Inventar leeren. Blutsverwandtschaft. Botschaft übermittelt. Das können wir auch eigentlich theoretisch machen. Wo ist denn das? Oh. Springville, Vault 101. Ach, so weit ist das denn gar nicht, oder? Sieht auf jeden Fall... Hier ist der Super-Duper... Ach so, das... Okay. Ach, okay, das ist doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Das ist ein bisschen... Aber kann man mal machen. Dabei kann man natürlich ein bisschen looten. Die Kraft des Atoms. Optional, Leostell, ja, Megaton, okay. Der vervielfältigte Mensch. Mehr... Ja, aber haben wir doch schon, oder? Moment, Notizen. Hilfe gesucht. Notiz über Leo Stahl, von Leo Stahl. Hey, schau mal nachts bei der Wasseraufbereitungsanlage vorbei. Dann besorge ich dir ein paar Medikamente. Das bleibt natürlich unter uns. Vielleicht können wir denn die wir gerade mit der gerade wir geredet haben, wir sollen ja Medikamente besorgen. Vielleicht können wir die ja andrehen. Weiß nicht warum. Sehr leise, ne? Das ist immer sehr, sehr leise, was ein bisschen blöd ist irgendwie. Aufgaben. Wollen wir erstmal zum Ödland? Moment, ich komme mal ganz kurz auf der Karte, auf der Weltkarte. Moment, also wir müssen hier zu Arifu hin. Und hier wäre der Super-Duper machen. Ich glaube, das ist einfach näher und auch besser. Da könnte man, glaube ich, auch hinreißen, ne? Sie haben diesen Ort noch nicht entdeckt. Achso, deswegen kann man da nicht hinreißen. Finde ich gut gemacht. Wollen wir denn da hinreißen? Ich glaube, wir haben... Wieso habe ich denn so wenig Munition? Moment, warum habe ich denn so wenig Munition? Ich dachte, wir hatten noch mehr.